Howdy, welcome to Barbecue Leaks. Heute machen wir mal Chicken Wings, Hähnchen und Flügel. Die mache ich, das sagst du, weil da kann man ja schicken. Aber da ist ja nicht viel droh, ne? Also gut für die Figur. Aber wisst ihr ja selber, wenn die knusprig sind, dann ist ja der Rand, aber die Spitze von den Flügeln, die sind ja dann meistens sehr trocken. Deswegen haben wir es jetzt zwei Tage mariniert. Einmal in Rotwein, einmal in Kaffee und einmal in Barbecue-Soße. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch als nächstes. Und nachher zeige ich, wie man das gemacht. Gehen wir hier an der Smoke und bereite zu. Also mitkommen. Chicken Wings. Mariniert werden sie für ein bis zwei Tage. Mal gucken, morgen oder übermorgen werden sie auf der Grill geschmissen. Wir haben hier vorbereitet, das ist einfach ein schöner, starker Kaffee. 3 Esslöffel auf eine halbe Kanne, also das ist schon ein halber Espresso. Da haben wir jetzt als Gewürz Hähnchengewürz rein. Hier haben wir Rotwein, einen schönen Bauernrotwein mit Majunga-Pfeffer. Und hier haben wir so eine fertige Barbecue-Soße, die wir mit Wasser ein bisschen verdünnt haben. Und da kommen jetzt die Flügelchen neu. Fertig. Schön vakuumiert. Die kommen jetzt für ein, zwei Tage, wie gesagt, in den Kühlschrank, dass sie das ziehen können. Rotwein wird schon fast ein bisschen kritisch. Bei Ananassaft muss ich euch gleich warnen mit den Enzymen. Da habt ihr noch zwei Tage Kartoffelbrei drin. Also Kaffee, das zerstört die Zellstruktur. Das Bindegewebe, blablabla, nicht so sehr. Das geht auch mal zwei, drei Tage. Je nachdem, wie lang die Flügelchen haltbar sind. Ne? MHD, wie man so schön sagt. Mit dem Rotwein ein bisschen feucht ist, also da werde ich morgen auch grillen. Mit der Barbecue-Soße, das macht auch nicht viel. Das kann auch zwei Tage vakuumieren. Na Leute, geschmeckt hat man es. Mir hat es geschmeckt. Ob es euch schmeckt, probiert es einfach mal aus mit dem Marinieren. Das mit dem Kaffee. Eingelegte Chicken Wing, das hat natürlich, klar, Kaffee ist geröstete Bohne, das hat halt schon so die Röstaroma. Hat es ja beim Zubereiten gesagt, das mit dem Rotwein, also die waren schon zwei Tage so Richtung, naja, ich will nicht sagen Äppel-Kartoffelbrei, aber mit der Säure und bei Ananassaft ist es noch wilder, nicht so lange einlegen. Das wird einfach zu mürbe, das Fleisch. Also mir ist es nichts mit dem Beißen. Und das mit der Barbecue-Soße, anstatt da immer Deckel auf Deckel zu und da rum glasieren, ihr habt den ganzen Geschmack und die Glaze schon von Anfang an mit dabei. Okay, das war's mal wieder für heute. Bitte Abos, okay, macht ihr eh wie ihr wollt, aber Kommentare schreiben. Kommentare schreiben, wenn ihr es ausprobiert habt, wenn ihr eine andere Idee noch habt, was ich verfilmen soll, gerade auf Thema Chicken Wings. Bis dann, so long. Agus.